Der Ball des Gymnasiums im Schwechater Multiversum zählt mit Bestimmtheit zu den bemerkenswertesten der Region. Heuer standen Stars wie Sternchen im Mittelpunkt und bei der Eröffnung von gar 44 Paaren zeigte sich das Thema Hollywood mit all seinem Glamour. Dieser Ball ist ein Highlight hier in der ganzen Region, das muss man schon dazu sagen. Und wenn ich sehe, mit welcher Begeisterung die Leute hier am Werk sind, vor allem die Schüler und Schülerinnen, dann macht mir das selbst unheimlich viel Freude. Ich freue mich jedes Jahr eigentlich drauf, wenn wir hierher gehen. Es ist ein sehr schöner Ball, ich kenne viele Leute, es macht wirklich Spaß. Debütantinnen und Debütanten haben ja heute ein ganz starkes Programm gezeigt, lauter Stars auf der Bühne. Ja, das war irrsinnig toll. Erstens waren es ganz schön viele Leute auf der Bühne. Die Bühne ist extra vergrößert worden, heute die Tanzfläche. Und muss ich sagen, das war toll, was da dargeboten wurde. Die unterschiedlichen Stilrichtungen nehme ich auch. Es waren hauptsächlich unsere Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 8. Klasse mit ganz wenigen externen Hilfen, Freundinnen oder Freunde. Und es war eine unglaublich große Anzahl. Ich glaube, nach dem Opernball haben wir die meisten Paare beim Eröffnen. Nein, es war schon sehr beeindruckend. Ist da gerade ein Trend in Richtung Paardanz in der Jugend? Ich denke mal, es gibt eine gewisse Kultur dafür auch. Und das finde ich eigentlich recht schön. Das sollte nicht verloren gehen. Ich habe ja gerade eine Generation erwischt, wo es viele Männer gibt, die gar nicht gerne die Paartanz haben. Finde ich schade. Bin schon gespannt, die Taxi-Tänzer heute, vielleicht wird das noch was. Es ist so, dass das seit einigen Jahren bei uns an der Schule ein bisschen Fuß gefasst hat. Es gibt bei uns seit 3 Jahren auch im Rahmen des Turnunterrichts Tanzkurse. Und es ist vielleicht eine wirklich gute Gelegenheit, das einmal auszusprechen. Dieser kleine Tanzboom bei uns an der Schule ist untrennbar mit einem Namen einer ehemaligen Schülerin verbunden, und zwar mit der Lisa Voller, die auch heute diese großartige Choreografie gemacht hat, und die hat wirklich eine Tanzbegeisterung bei unseren jungen Damen und Herren geweckt, und das hängt wirklich sehr mit ihrer fachlichen und menschlichen Qualität zusammen. Wir haben im November zum Proben angefangen und haben wöchentlich 3 Stunden geprobt, dass es dann wirklich so hinhaut, und jetzt auch in der letzten Woche nochmal intensiv geprobt und geübt und auch das Glück gehabt, im Multiversum selber gestern schon proben zu können, was uns natürlich einen großen Vorteil geschafft hat. Es gibt ja auch sehr viele Hebefiguren. Wie haben sich denn da die Herren getan? Also am Anfang waren sie alle sehr skeptisch, ob sie das schaffen, aber sie haben es wirklich alle toll gemacht. Es gibt natürlich viel mehr her und auch das Publikum ist total begeistert. Und die Mädels waren auch so stolz, wie sie das dann geschafft haben, und ist auch zum Zuschauen einfach wirklich schön anzusehen. Wie machen Sie, dass die jungen Leute so begeistern fürs Tanzen, gerade fürs Paartanzen? Also wir bieten in der Schule selber einen Tanzkurs an, der startet im September. Und da haben wir immer schon viele Interessenten, die dann kommen und dann natürlich eintanzen auch. Und dann halt Freunde finden in der Klasse und mitmachen. Und dieses Jahr waren es halt 44 Paare, so viele hatten wir überhaupt noch nie. Und das ist einfach schön zu sehen, wie voll die Fläche war, mit wie viel Begeisterung sie dabei waren. Wie sieht es mit Ihrer eigenen Tanzfreude aus? Grundsätzlich ja. Also früher war ich, oder in ganz jungen Jahren, sogar ein begeisterter Tänzer. Jetzt ein gemütlicher Tänzer, würde ich sagen. Meine Frau ist mir leider ausgefallen, weil die hat sich die Hand gebrochen. Und jetzt werde ich sehen, ob es möglich ist, auch eine andere Tanzpartnerin zu finden, aber an und für sich ja.